Ja, moin zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch einfach mal mit einem Hallo. Ich hoffe, das kann man lesen. In diesem Video geht es um einen Lasercutter, den ich mir kürzlich zugelegt habe. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen planlos, wie ich das bauen will. Ich will ein Gehäuse bauen. Ich habe noch nicht so richtig die Idee. Also, das wird sich alles so ergeben, während ich hier anfange zu basteln. Ich habe beim letzten Prime Day einfach zugeschlagen. Ich hatte da schon lange mal Bock drauf. Und jetzt möchte ich ein Gehäuse bauen mit einer Absaugung dazu. Wie gesagt, ich habe schon mal ein Hallo probiert. Mehr kann ich noch nicht. Aber das wird sicherlich noch kommen. Jetzt möchte ich erstmal irgendwie das Gerät in die Ecke integrieren. Ich habe auch nicht mehr viel Platz, aber irgendwie kriege ich das noch hin neben meine Bohrmaschine. Ich schwenke da gleich mal hin, dann könnt ihr sehen, da habe ich schon eine Platte gebaut, eine Grundplatte. Und ich weiß auch noch nicht genau, ob ich das Ding jetzt noch ein bisschen hochsetzen werde, damit man auch noch tiefere Gegenstände reinpacken kann. Ich habe so einige Videos gesehen, wo die das gemacht haben. Das gefiel mir ganz gut eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich benötige, dass ich auch größere Teile zum Beispiel da durchschiebe. Das habe ich einmal gesehen in einem YouTube-Video. Das war nicht schlecht gemacht. Ich bin im Moment wirklich noch planlos. Ich schraube das Ding jetzt erstmal auf die Platte fest und dann baue ich mir ein Gehäuse drumherum. Vielleicht wird das ein klappbarer Deckel, vielleicht wird das ein Deckel, den ich an der Wand verfahre, vielleicht mit Schubladenschienen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Das wird sich jetzt alles ergeben. Mal gucken, wie das alles so reinpasst in meine Ecke, die ich noch habe. Ich schwenke mal rüber, dann könnt ihr das Teil sehen. Ja, da steht das gute Stück jetzt. Das ist ein Ortor Laser Master 2 Pro geworden. Und zwar mit dem Short Distance Laser. Das habe ich mir überlegt, weil ich möchte eigentlich damit gravieren und ich möchte gar nicht unbedingt ausschneiden. Kann er auch, aber besser kann er halt gravieren. Und deswegen ist das so, dass ich mir dieses Gerät ausgesucht habe. Vielleicht noch ein paar Infos dazu. Erstens habe ich den selber gekauft und bezahlt. Also ich werde hier nicht gesponsert und so weiter. Ich fand den einfach von der Beschreibung her gut. Ich habe schon einige Videos dazu gesehen und hatte mir dann überlegt, dass ich mir dieses Gerät zulegen möchte. Ja, was ich sagen muss, der Aufbau, der stellte sich irgendwie ziemlich schlecht dar. Ich habe nach einer Anleitung geguckt, das ging so. Dann habe ich ein Video gefunden von Ortho selber. Das war alles so schnell gemacht und man war sich also immer gar nicht sicher, welches Profil die jetzt am Wickel haben. Dass man das genau sehen konnte, war auch ein bisschen schwierig. Also ich habe da ewig rumgebastelt. Ich muss sagen, das hat mich schon richtig genervt. Und normalerweise tue ich mich da nicht so schwer, aber das hat bestimmt 2 Stunden gedauert, bis ich das Ding zusammen hatte. Weil immer mal wieder auseinander und dann hatte man mal wieder hier so ein, da sind so Nutsteine drin in diesen Führungen für die Verschraubung von diesem Kasten hier. Hatte man mal wieder so einen Nutstein vergessen oder das war nicht genau zu sehen oder. Also das war alles nicht so einfach, fand ich. Manche sagen zwar, dass das geht ganz gut oder soll in 20 Minuten erledigt sein. Also ich habe mich da ziemlich, ja, schwer getan, möchte ich sagen, aber das ist halt manchmal so. Ja, die Kiste steht jetzt halt da und normalerweise tue ich mich nicht so schwer mit solchen Dingen, aber das war, fand ich kompliziert, war schlecht zu sehen in dem Video. Also ich war schon ein bisschen genervt, aber was soll's. Ja, was soll's? Es geht jetzt weiter. Ich will das Gehäuse bauen. Ich habe mir überlegt, ich baue, habt ihr vielleicht eben gesehen in dem kleinen Ausschnitt, ich baue so einen weißen Rahmen drumherum. Ich habe noch so Spanplatten weiß beschichtet, die werde ich nehmen. Das war mal ein Regal vom CD-Board. Das werde ich nehmen können. Und dann habe ich noch einen PC-Lüfter gefunden. Den nehme ich auch für die Abluft. Da werde ich dann so Kreise reinschneiden. Ich werde mir so ein Stutzen aus so einer MDF-Platte machen. Da werde ich das doppelt ausschneiden, werdet ihr nachher dann sehen. Und das so ein bisschen oben aufsetzen. Das Problem ist nämlich auch, dass in der Kiste selber fährt ja der Laser. Und ich kann die Kiste auch nicht so hoch bauen. Das heißt, ich werde so circa 20 cm hoch die Kiste bauen. Und dann werde ich das Ganze von außen aufsetzen, damit man eben nicht aus Versehen mit dem Laserkopf oder so dagegen fährt, gegen den Lüfter. Normalerweise könnte man den reinsetzen und dann rausblasen, aber ich werde ihn einfach als Stutzen oben drauf setzen. Und ich habe zufällig auch noch ein Stück Schlauch gefunden, das werde ich auch anpassen und oben reinsetzen, oben rechts in die Ecke dann und zum Fenster rausführen. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das so mache mit den Seitenteilen. Ich werde jetzt erstmal das ganze Gerät ausrichten auf der Platte, auf der Grundplatte und mir das so ein bisschen anzeichnen und mal gucken, wie ich das anstelle. Also wie gesagt, ich bin noch ein bisschen planlos, aber das wird sich schon noch ergeben. Ich habe das Teil jetzt mal rausgehoben aus der Ecke. Ihr könnt hier jetzt noch ein Loch sehen. Das so sind meine Platten ja immer, die ich da liegen habe. Habe ich schon öfter mal verwendet, habe ich vom Kumpel bekommen. Und das Loch wird noch rausgesägt. Das heißt, ich werde hier eine Opferplatte einbringen. Da habe ich noch so ein bisschen Sperrholzplatte oder sowas ist das, glaube ich, hier. 9 mm. Und das werde ich als Opferplatte nehmen und da werde ich auch später noch ein Raster eingravieren und so weiter. Aber wie gesagt, jetzt muss ich das erstmal hier anschrauben. Dann nehme ich die mitgelieferten Winkel. Da muss ich mir erstmal ein paar Schrauben suchen, denn Schrauben waren nämlich nicht mehr genug dabei. Und dann werde ich das erstmal hier festschrauben, das Teil. Dann werde ich mir das hier innen anzeichnen. Da gehe ich einfach mal mit dem Bleistift längs oder sowas. Und dann werde ich mir das ausfräsen. Und dann werdet ihr hinterher sehen, weswegen. Und zwar werde ich das ausfräsen auf die 9 mm Tiefe. Und zwar mit einem Fräser, der, ich weiß nicht, 10, 12 mm breit misst. Und werde dann bei der Hälfte
beziehungsweise bei dem ausgefrästen, also so dass das, ja, ich kann auch 6 mm Fräse nehmen oder 8, ist ja egal. Und dann werde ich an der Kante wieder mit dem Sägeblatt hochgehen, um das dann vernünftig rauszunehmen, dieses Stück. Und dann säge ich mir das andere Stück genau passend zu, dass ich das reinlegen kann. Ich muss halt nur auf die Tiefe achten, dass ich da die 9 mm habe. Das Maschinchen ist jetzt fest. Ich habe das an drei Punkten angeschraubt. Da waren ja die Winkel dabei. Ich zeige es dir nochmal eben. Das sind ja so kleine Winkel, die dabei waren. Die musste ich noch ein bisschen aufbohren. 6er Schrauben hatte ich leider nur. Und das sind hier 5er Löcher, aber das ist ja kein Problem. So, die habe ich jetzt wie gesagt festgeschraubt. Und jetzt werde ich innen drin mir das Maß abnehmen für meine Opferplatte. Da werde ich jetzt einfach mal grob drumherum zeichnen und werde das dann einfach entsprechend anzeichnen und mit der Führungsschiene und der Oberfräse dann ausfräsen. Das geht jetzt auch darum, dass man die Platte hier noch wieder rauskriegt. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall ein bisschen kleiner machen. Ich will jetzt einfach nur mal grob die Maße haben. Deswegen gehe ich hier mit dem Tieflaufmarker einmal längs. Dann habe ich das ungefähr. Dann kann ich auch nicht wieder irgendwas falsch machen. Denn vorhin, als ich die Platte zugesägt habe, das hatte ich noch nicht mitgefilmt. Da habe ich natürlich schon wieder die Seiten verwechselt. Ich wollte eigentlich eine 70er Länge machen, aber das passt jetzt auch noch so. 70 mal 68 hatte ich mir gedacht. Und jetzt sind das 68 mal 67, weil ich natürlich nochmal was absägen musste und entsprechend die falsche Seite erwischt habe. So ist das halt immer mal. Ja, wie gesagt, das werde ich jetzt hier ausfräsen. Hier an den Stellen einmal rumfräsen. Und dann werde ich das ein bisschen innen versetzen, mit dem Sägeblatt hochkommen lassen, sodass ich nachher dann eine Kante stehen habe, dass ich da die Opferplatte reinlegen kann. Ich habe mir jetzt alles eingerichtet. Ich habe mir hier einen Stopblock gesetzt, da auch. Das heißt, ich kann jetzt bis hier runtergehen, gehe an diese Kante hier, habe mir hier nochmal die Kante angezeichnet. Ich werde also da drin jetzt fräsen und dann werde ich das hinterher absägen. Das heißt, ich kann jetzt hier von da bis da gehen und dann brauche ich das im Prinzip nur weiter durchschieben, beziehungsweise nochmal umdrehen und nochmal neu anpassen. Ist leider so. Und das werde ich jetzt bei allen 4 Seiten so machen. Und jetzt wird einfach nur noch gefräst. Ich habe mir auch die 9 mm eingestellt hier. Beziehungsweise habe ich noch nicht, werde ich es noch tun. Ich habe eben nochmal nachgemessen, 9 mm sind völlig okay. So, und jetzt habe ich 9 mm. Ich gehe mit dem Fräser aufs Werkstück und kann hier an dem Revolveranschlag hier vorne, kann das dann einstellen. Ja, jetzt wollen wir nur noch fräsen und dann klappt das hoffentlich. Jo, das ist mir echt noch nie passiert. Ich hatte das nicht festgeschraubt. Jetzt könnt ihr sehen, Führungsschiene im Arsch. Das gibt bestimmt Ärger von der Bastelbetreuung, aber egal. Man sägt ja sowieso so dran vorbei. Ist halt ein bisschen schade jetzt. Naja, passiert. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ich habe mich jetzt doch entschieden, das mit der Tauchsäge auszusägen. Ich werde das jetzt möglichst nah hier an der Kante sägen, werde also abtauchen und möglichst weit nach hinten durchsägen. Rest säge ich dann mit der Handsäge raus, so dass also hier diese Kante zur Ablage stehen bleibt. Das mache ich jetzt mit der Tauchsäge. Das geht einfacher als mit der Kreissäge, das Blatt hochzufahren. Das habe ich zwar auch schon bei manchen gesehen, aber ich denke mal, so ist es leichter. Ja, die Platte ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt hier eine Rundung noch rangeschliffen, dass es da reingeht. Die ist jetzt da eingesetzt. Das ist halt die Opferplatte, die dann rausgenommen werden kann. Was ich jetzt noch machen werde, ich bohre hier noch eben schnell mit dem Forstnerbohrer ein 20er Loch rein oder ein 25er, dass man mit dem Finger da reinkommt, um das Teil dann nachher wieder rausheben zu können. Möchte man da doch mal was Tieferes reinlegen oder möchte die Platte einfach nicht haben für den Moment? Ja, ich frage mich gerade schon wieder, was hier los ist. Das ist nämlich ein 25er. Ich habe gesagt, ich wollte einen 20er bohren, aber naja, 25 geht auch, aber hätte eigentlich gar nicht sein gemusst. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde mit der Kantenfräse das Loch noch ein bisschen entgraten sozusagen oder anfasen, damit sich das ein bisschen netter anfühlt. Aber eigentlich hätte es auch ein 20er getan. Ich mache sonst auch immer 20er Löcher in alle meine Möbel. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ja, jetzt ist die Grundplatte rein theoretisch fertig soweit. Ich könnte jetzt den Laser anschrauben, aber ich habe mir überlegt, ich mache jetzt ja noch Seitenwände für den Kasten. Ich will ja ringsherum einen Karton sozusagen bauen. Und da habe ich mir überlegt, da nehme ich so eine 4x6er Leisten habe ich noch liegen. Die werde ich mir erstmal durchsägen. Dann setze ich die hier drauf und danach kommt dann, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das Teil ist.
Danach kommt dann sozusagen die Seitenwand noch oben drauf. Dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das Stück hier hinterher so separat wegnehmen will oder ob ich hinterher noch einen Deckel hier drauf mache. Also irgendwas, ich werde es natürlich auf jeden Fall verschließen. Da kommt noch eine orangene Plexiglasscheibe rein. Aber ich muss mal gucken. Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach mal so ein paar Teile sägen hier. Und vielleicht jage ich die noch durch den Hobel, muss ich mal gucken. Und dann werde ich das Ganze hier oben drauf setzen. Und dann habe ich auch eine Höhe von 20 cm, weil die brauche ich ungefähr innen. Ich habe jetzt gerade mal die Leisten gehobelt. Die habe ich einfach mal ein bisschen da durchgeschickt. Jetzt sind die schön glatt von beiden Seiten. Und jetzt werde ich mir die zurechtschneiden. Ich brauche jetzt 68 cm als erstes. Und dann werde ich mir die noch einmal aufteilen, dass ich zwei davon habe. Weil ich möchte ganz einfach die Höhe hier nutzen. Das sind so circa 6 cm. Dann komme ich noch ein bisschen höher. Das wird so eine Grundleiste ringsrum um das ganze Kästel werden. Und da stelle ich dann oben drauf noch mal ein bisschen was. So Leute, ich habe noch ein bisschen was zusammengesägt. Ich habe jetzt hier so einen Rahmen gemacht, da habe ich mir erstmal Leisten gehobelt und Leisten geteilt und so weiter. Jetzt werde ich das gleich zusammenschrauben und ich möchte das so machen, dass man dieses Teil hier rausnehmen kann hinterher. Dann kann man nämlich tatsächlich auch nochmal längere Teile durchschieben und hinten werde ich das auch nicht verschrauben. Also das wird dann nur drin sein, da muss ich mir noch was überlegen, ob ich da so kleine Holzstifte vielleicht reinsetze unten. Muss ich mal gucken, so dass ich das auf jeden Fall rausnehmen kann, sollte ich mal was Längeres durchschieben wollen. Ja, ich habe mir das jetzt auf den Kopf hier hingelegt. Ich werde jetzt mit dem Speedmarker ringsrum mir das noch ein bisschen anzeichnen, wo ich Verschraubung machen werde. Und dann werde ich halt nur außen verschrauben. Ich schwenke mal kurz runter, dann könnt ihr es besser sehen. Dann werde ich halt nur hier außen verschrauben, da außen verschrauben. Und hier vorne mache ich nichts und hinten auch nicht. Dann kann ich das nämlich nochmal wieder rausnehmen. Und wie gesagt, da überlege ich mir noch was. Vielleicht zum Klappen oder so. Könnte man natürlich auch machen, wenn man so eine Klappgeschichte macht, dass man es nach vorne einfach wegklappt. Muss ich mal schauen. Wie gesagt, ich verschraube das jetzt erstmal. Ich werde es auch nicht verleimen, falls ich diese Platte nochmal weiterverwenden möchte, irgendwie anders umbauen möchte. Deswegen, dann kann ich es wieder auseinanderbauen. Erstmal mache ich das jetzt so. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich so eine Holzstifte hier einsetzen werde. Das werde ich jetzt erstmal an einer Tischbohrmaschine bohren und dann kommen da diese Piekser rein. Ich weiß nicht, die kennt ihr wahrscheinlich. Und dann kann man das hier hinlegen, einmal draufkloppen und dann hat man hier auch das Loch. Und dann werde ich das Ganze einfach hier mit bohren. Ich hatte hier mal irgendwann ein senkrechtes Loch reingemacht. Das ist zufällig genau das. Das lege ich dann hinterher hier an und bohre da einfach gerade rein. Das funktioniert mit Sicherheit. Ich meine diese Teile hier. Die haben ja vorne eine Spitze, kann man dann hier einsetzen, das Brett runtersetzen, draufkloppen und dann hat man genau den Punkt angezeichnet. So, und hier kommt jetzt auch meine flexible Tischerweiterung zum Einsatz. Das Video kann ich euch auch mal oben rechts verlinken. Das stelle ich jetzt einfach hier auf, das Ding. Dann kann ich nämlich hier was drauf ablegen, ohne dass es mir runterfällt beim Bohren. Das war so damals die Idee, das funktioniert ganz gut. Habe ich ehrlich gesagt noch, glaube ich, gar nicht verwendet. Aber das hatte ich natürlich ausprobiert und soweit funktioniert das auch. Ist ja auch keine Hexerei. 30. Sind sowieso nicht die richtigen. Was ist das denn? Dann habe ich ja noch eine Chance. Das ist ein Achter. Und das ist auch ein Achter. Das ist die schöne Seite. So soll es hier hin. Jetzt braucht ihr eigentlich nur die Teile da einzusetzen. Und dann könnt ihr die Bohrung übertragen. Wenn die nicht rausfallen. Manchmal tun sie das, aber das geht schon. Könnt ihr sehen, da ist ein Loch und da ist ein Loch, einfach durchs Übertragen hier. Und da kann ich einfach mit der Hand jetzt bohren und fertig.
Damit ich jetzt nicht zu tief bohre, werde ich das mal so ansetzen. Und wir hatten ja eben 14 gesagt. Die ganzen Holzdübe sind 30. Also ich kann jetzt ruhig nochmal 15 reinbohren und dann passt das auch. Das heißt, ich werde mal so ungefähr das hier anhalten bei 15. Das ist circa hier. Dann kann ich nicht zu tief bohren. Jo. Ja, jetzt kann ich endlich zusammenbauen. Ich habe den ersten Teil fertig. Das ist die Grundplatte. Ich zeige euch mal eben die Grundplatte mit dem Rahmen. Man kann das jetzt hier rausnehmen. Das fällt schwer jetzt mit einer Hand. So, man kann das jetzt rausnehmen, falls man doch mal größere Teile hier durchschieben will. Dazu werde ich nachher ganz später werde ich dieses Bedienfeld verlegen. Das muss weiter nach unten, damit man eben genau das machen kann. Und das muss wahrscheinlich auch noch ein bisschen von unten noch hochgesetzt werden. Das überlege ich sowieso. Ob ich das ganze Ding noch hochsetze, dann habe ich auch unten die Möglichkeit, größere Teile reinzulegen, falls die Teile zum Gravieren mal größer werden sollten. Ja, ich werde das jetzt, wie gesagt, zusammenbauen. Und das in diesem Teil werde ich damit nicht mehr fertig werden. Das heißt, ich werde noch einen zweiten Teil machen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert mich natürlich gerne. Drückt die Glocke, dann seid ihr informiert, wenn der zweite Teil kommt. Und in diesem Sinne, ich bastle jetzt erstmal kurz das Ding wieder rein, stelle das in die Ecke und dann kommt mit dem zweiten Teil letztendlich der Deckel und die orangene Plexiglasplatte und so weiter. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst. Mach's gut. Tschüss zusammen.